Hallo, hier sind Daphne und Frau Meier. Heute geht es mal nicht um meine Arbeit auf der Bühne. Oder um das Designbüro von der Frau Meier. Sondern um unsere privaten Leidenschaften, die uns verbinden. Ich bin wahnsinnig gerne im Garten. Ich koche sehr gerne. Und gemeinsam essen, kochen, schlemmen wir gerne. Und wir kennen uns halt schon ewig lange. Also seit mindestens 300 Jahren. Also wahrscheinlich sind es knapp über 30. Gell? Das wäre vor deiner Geburt gewesen. Oh, ich weiß immer wieder, warum wir Freundinnen sind. Und wir haben uns überlegt, ich erzähle euch dann ein bisschen was aus dem Garten. Ich koche dann für euch. Schnell, gesund, vegetarisch. Und lecker. Und lecker. Das ist wichtig. Und dabei quatschen wir natürlich, wie das also Freundinnen machen, die sich seit über 30 Jahren kennen. Und wenn ihr uns gerne dabei Gesellschaft leisten wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Willkommen. Hallo und willkommen aus dem Garten. Heute begrüße ich euch nicht von der Stange. Wäre aber auch gut. Das wäre mal cooler Perspektiven. Du so kopfüber an der Stange. Das müsste halt eine sehr, sehr stabile Stange sein. Gell? Praktisch also, ein Baum. Ein Baum. Also ich wäre dann eher Baumtänzerin wahrscheinlich. Genau. Was für eine hübsche Idee. Heute begrüßen wir euch von den dicken Bohnen. Wir haben ja schon über die dicken Bohnen gesprochen. In der Zwischenzeit sind sie natürlich gewachsen. Die waren also am Anfang solche kleinen Pflänzchen, glaube ich, als wir das erste Mal gefilmt haben. Mhm. Mittlerweile sind das sehr hohe Pflanzen. Den Rest des Beetes zeigen wir euch nicht, weil der Regen hat ziemlich viel umgenietet. Das sieht jetzt ein bisschen Kraut und Rüben, das aus. Ist nicht schön. Sagen wir es, wie das es ist. Nicht, ja, das es ist sieht nicht wüst schön. Aus. Also wenn die Landfrauen jetzt vorbeikämen und würden das bewerten, das wäre keine volle Punktzahl, auf keinen Fall. Gut. Aber wir wollten euch natürlich zeigen, wie die dicken Bohnen aussehen und wie ich die ernte. Mhm. Also ich gehe her. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da habe. Das ist nicht die dicke Bohne, nein, ich muss hier, das ist was anderes. Und zwar gehe ich her und schneide die Pflanzen unten über der Erde ab. Nö, das soll ich jetzt nicht sehen. Nochmal. Nochmal. Also, ich gehe her, also ich schneide sie über der Erde ab. Mhm. Und kann sie dann praktisch rausziehen. Und dann gucke ich nach, ob Bohnen noch dran hängen. In dem Fall nein. Hier zum Beispiel hängen welche dran. Dann schneide ich die ab. Jetzt bin ich gespannt. Oh, die ist ja. Moment, immer wegen langsam. Das ist toll, ne? Also man begreift sofort, warum sie dicke Bohnen heißen. Die sind echt wirklich richtig dick. Die haben natürlich mehrere Namen. Also früher hießen sie auch Pferdebohne oder Saubohne, weil, du musst dir vorstellen, bevor die Sojabohne genmanipuliert wurde und auf der ganzen Welt angebaut wurde, damit wir ganz viel Fleisch produzieren können, war das quasi die einzige Proteinquelle, die Mensch und Tier hatte. Mhm. Das heißt also, in Mitteleuropa haben wir also ganz viel von diesen Bohnen gegessen, die genau wie Erbsen natürlich pflanzliches Eiweiß, Protein haben. Mhm. Und ich ziehe das hier den Faden ab und dann drücke ich ein bisschen. Jetzt sag doch, dass die hübsch aussehen, oder? Oh, Wahnsinn, das sieht wirklich toll aus. Und du siehst, wenn das hier ein Daumennagel ist, ein sehr ungepflegter. Ja, ein Gartendaumennagel. Ein Gartendaumennagel. Dann ist das schon, das sind schon Oschis, also das sind schon große, dicke Bohnen. Und die kann ich jetzt praktisch, die müssen nicht getrocknet werden, die kann ich jetzt so Die kannst so du frisch verarbeiten. Früher hat man die dann für den Winter hat man die getrocknet und hat die dann zum Beispiel geschrotet und hat sie den Tieren gefüttert oder hat sie dann eingeweicht, enthäutet und hat sie für Eintöpfe verwendet, für Suppen. Ganz beliebt in Norddeutschland und im Rheinland, soweit ich weiß, sind die frischen, dicken Bohnen, dass man die zubereitet, ich glaube, mit so einer Speckstippe, irgendwie so einer Soße mit Speck und ich glaube Kartoffeln oder so, das ist ganz typisch. Aber du kannst noch viel mehr draus machen. Ja, also ich kenne die Italiener lieben ja die Bohnen und ich kenne die Bohnen auch mit Nudeln. Ja. Spaghetti mit Bohnen. Ja, toll. Super. Du kannst die auch, es gibt auch Rezepte, wo du die mit Sonnenblumenkernen und Semmelbrösel verarbeiten kannst und kannst dann quasi so eine Art vegetarische Fleischklöpschen draus machen. Du kannst sie, wie gesagt, als Suppen- oder Eintopfeinlage. Du könntest auch den tollen Bohnensalat, den du machst, könntest du wahrscheinlich auch mit denen machen. Mhm. Also du hast ganz viele Möglichkeiten. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Dips oder sonst was. Also du könntest Verschiedenes aus diesen Bohnen machen. Sind super gesund. Mhm. Und wie gesagt, also ich meine... Der Ertrag ist ja dann auch
richtig gut. Der Ertrag ist eigentlich recht gut, ja. Und wenn dir der Regen das nicht alles so platt macht, dann hast du natürlich noch wesentlich mehr von dem Ertrag. Also das ist schon wirklich eine tolle Pflanze. Ich habe eine alte Sorte, die habe ich mir mal von so einer Genbank besorgt. Das sind so wie quasi, naja, wie soll man sagen, so Sammlungen von genetischem Material. Also das heißt in dem Fall Pflanzen. Und da gibt es verschiedene in Deutschland. Ich glaube, in Gartersleben ist eine in Deutschland. Und da habe ich hingeschrieben, ich wollte eine norddeutsche Sorte. Und das ist die Sorte Lüneburger. Also ich wollte irgendwie was aus der Region. Und dann habe ich die Lüneburger. Aber es gibt ganz verschiedene Sorten. Es gibt, das sieht schon wegen wie Lüneburg aus. Ja. In England gab es zum Beispiel eine, die hieß Aqua Dulce. Die kommt ursprünglich aus Spanien, war aber in England sehr beliebt. Früher im viktorianischen England. Also da gibt es verschiedene Sorten, aber die sind wirklich toll. Eine tolle Pflanze, hoher Ertrag und weshalb ich sie abschneide und nicht rausreiße, mit ihren Wurzeln, wie alle Hülsenfrüchte, den Knöllchenbakterien um die Wurzeln, sie holen praktisch den Stickstoff aus der Luft, reichern ihn durch die Knöllchenbakterien im Boden an, verbessern also den Boden, sie laugen ihn nicht aus während der Pflanzen, sondern sie verbessern ihn. Also das wirklich, heißt, du pflanzt die dann auch im nächsten Jahr wieder woanders hin? Genau, jede Pflanze pflanze ich nächstes Jahr woanders hin, bis auf Tomaten, da mache ich manchmal eine Ausnahme. Aber ansonsten, okay. Hast du dir schon überlegt, was du aus dicken Bohnen für uns kochst? Jetzt im Moment, wenn du mich spontan fragst, hätte ich Lust auf Spaghetti natürlich oder Nudeln mit dicken Bohnen. Sehr gern. Vielleicht entscheide ich mich noch um, bis ich oben bin. Wir Küche. Werden sehen. Genau. Wir werden sehen. Genau. Also, auf jeden Fall guten Appetit. Guten Appetit. Bis gleich. Bis Ciao. Gleich. Tschüss. Hallo aus der Küche. So, ich habe mich nicht umentschieden. Es gibt heute dicke Bohnen Carbonara. Nudeln gehen ja schließlich immer. Absolut. Genau. Ich freue mich schon richtig drauf. Also, jetzt habe ich erst einmal Wasser aufgesetzt, Salzwasser. Mhm. Und jetzt werden die Bohnen gepult. Ist natürlich ein bisschen aufwendig. Also, man könnte es eventuell abkürzen, wenn man das möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel keine eigenen dicken Bohnen hat oder sie nicht in der Schote kaufen kann, kann man natürlich auch welche aus dem Glas nehmen. Die gibt es auch zu kaufen. Die sind teilweise schon gepult. Oder was ich auch oft mache, ich friere die ein und wenn die auftauen, dann sind die so ein bisschen schlappriger. Und dann kannst du die Bohnenhaut ganz einfach runter machen. Mhm. Also jetzt werden sie erstmal gepult. Ja. Das sind immer so die... Ja, das ist dann... Aschenputtelarbeit. Aschenputtel, neudeutsch sagt man meditativ. Man muss alles einfach gut verpacken. Mhm. Na, dann geht es schon. So, jetzt haben wir die werden jetzt da ein wenig gekocht. Ne, in Salzwasser. Das dauert jetzt vielleicht so 5-7 Minuten. Dann sind die durch. Und pass auf. Ich bin heute perfekt vorbereitet. Ich habe Eis. Nein! Doch! Wie die Profis! Wie die Profis! Ich habe mir schon Schüssel mit Eis gemacht und da werden die jetzt praktisch abgeseit und abgeschreckt, damit sie die Farbe behalten. Siehst du? Also, ich bin beeindruckt. Ja, manchmal gebe ich mir richtig Mühe. Wird nicht nur einfach so hingeschludert, sondern manchmal. Richtig toll. Gebe ich mein Allerbestes. So. Wahnsinn. So. Also, jetzt sind sie mit dem Eiswasser abgeschreckt. Ja, genau. So. Das liegt dann neben der Schüssel. Und du kriegst Komplimente für die bröselfreie Küche, ne? Das Bitte. War jetzt ein Stängerler von der Bonner, die ich jetzt da noch raus habe aus dem. Ein Stängerler. Das wirst du doch jetzt nicht übersetzen müssen. Aber natürlich, ein Stielchen für die Leute, also so ein Stiel von einer Pflanze, ist ein Stängerler. Genau. Siehst du, und jetzt kommt die Haut ab. Das geht aber verhältnismäßig einfach, gell? Ja, das geht. Zack, zack. Oh, die sind aber schön grün innen drin, gell? Ja, abgeschreckt mit Eis. Toll. Du siehst. Ja, das ist. Profi ist halt Profi. Ja, genau. Naja, manchmal. Also, manchmal rentiert es einfach, sich richtig Arbeit zu machen. Das merkt man wirklich am Geschmack. Ja. Naja, ein bisschen nervig ist schon, aber das Ergebnis zählt. Das Ergebnis zählt, genau. So, jetzt habe ich bei unserem Feinkost-Italiener
tatsächlich einen fantastischen Speck bekommen. Also heute das Essen ist nicht vegetarisch, muss ich sagen, ein wenig Speck ist drin. Und zwar ein Lardo. Aha. Der kommt aus Italien natürlich, wie so vieles Gute. Und ist aus dem Aostatal oder aus der Toskana. Genau, der wird jetzt ein wenig angebraten. Ich lasse mir den immer so richtig fein schneiden. Das weil sieht toll dann, aus. Ja, und dann, weil wenn ich den im Block kaufe, so fein schön schneiden kann ich den ja nicht. Und würfeln geht dann tipptopp. Ne? Ach, wie du das machst, das ist ein wahres Kunstwerk, Frau Meier. Und jetzt wird natürlich der Zuschauer sagen, ja, kann man denn keinen normalen durchwachsenen Bauchspeck nehmen? Kann man natürlich schon. Ich habe halt jetzt, weil ich die schönen Bohnen von dir hatte, habe ich mir gedacht, da wird er jetzt einmal nicht gespart. Ne? Dann gibt es auch den guten Speck, dann den Lardo. Auch den guten Speck, genau. Toll. Ja. Die Carbonara, ich weiß gar nicht, ist ursprünglich, habe ich das einmal gehört, dass das die Köhler als Gericht gemacht haben im Wald, im Apennin. Genau. Das ist das Wort Carbon bedeutet ja Kohle. Und, Ach so. Ach, da kommt wieder ohne Klugscheißer durch. Carbon, aber jetzt, wo du das sagst, ja. Natürlich. Ne? Die haben, glaube ich, in so Arbeitspausen haben die sich dann immer so Penne, also Pasta mit Speck und Käse gekocht. Ist eigentlich ganz, ganz logisch. Die Nudeln gehen ja nicht kaputt, wenn man die trocken mitnimmt. Der Speck hält ewig. Und die Eier halten schon auch 2 Wochen, wenn man die gut lagert. Und da hat man ein ganz tolles Essen, konnte man dann mitnehmen. Also du hast jetzt die Zwiebeln und den Speck angedünstet. Ja. Jetzt kommt wieder das Unvermeidliche. ich glaube, außer bei Süßspeisen machst du wirklich mittlerweile an alles Knoblauch. Auf jeden Fall. Das alles, also Essen ohne Knoblauch ist Nachtisch. Das ist schon immer... Das ist unglaublich. Naja, wegen Knoblauch gibt da wegen Geschmack. Irgendwann machen wir mal ein Knoblauch-Spezial, nur für dich. Ja, da freue ich mich drauf. Das glaubst du. So, also, das wird jetzt schön angedünstet. Genau. So, dann schneide ich schon dann mal die Petersilie. Ja. Zack, 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 zack. Bevorzugst du die glatte? Manche Leute schwören ja auf die krause. Nee, ich mag eigentlich die glatte. Ich glaube, die Italiener sind auch lieber für die glatte, ne? Ja, außerdem mein orientalischer Laden da am Eck, der hat auch nur die glatte. Und da kaufe ich immer so gerne. Die sind so nett und goldig. Und da ist immer so viel Leben in dem Laden. Bin immer ganz verliebt. Na toll. Und der hat die glatte. So. Perfekt. Jetzt, pass auf. Jetzt kommt der super Trick. Aha. Denke ich. Ich bin gespannt. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Jetzt kommen jetzt die Bohnen rein. Bohnen. Ja, der super Trick dauert noch eine Sekunde. Die sind ja jetzt praktisch gepolt, werden jetzt damit angebraten. So. Jetzt haben wir da einen Schluck Sahne. Und die Eier. Und dann werden sie. Wie? Wann sie jetzt? Ah, verklöppelt. Genau. Oder verquirlt. Nee, das ist jetzt der super Trick. Die Nudeln habe ich einen Tag vorher schon gekocht, damit sie kalt werden, weil nämlich stärkehaltige Lebensmittel wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, wenn du die kochst, über Nacht kalt werden lässt, dann verwandeln sich ein Teil der Kohlehydrate in resistente Stärke. Die wird dann nicht verdaut, ist aber besonders gut für die Darmbakterien. Heißt das, wir können dann doppelt so viel davon essen? Ja, Schatzi meint auch, wir können dann doppelt so viel Nudeln essen, aber sagen wir mal, nicht unbedingt. Man könnte schon, aber besser wäre es. Nicht ganz so viel. Okay, jetzt hast du also die Eier, die Sahne, was hast du noch rein? Salz, Pfeffer und Muskat. Ach ja, Eier und Muskat, das war Eier und Muskat. Der Alfons, du weißt. Ja, der Alfons. So. So, tipptopp, oder? Boah. So, guck. Die und da werden jetzt quasi Nudeln mit warm gemacht. Ja. Und das sind diese Muschelnudeln, oder was hast du gesagt? Ja, das sind so Muscheln.
Ja, da passt schön viel Soße rein. Sehr ja, gut. Genau. So, und jetzt sind wir praktisch auch schon fertig zum Anrichten. Jetzt kommt der Parmesan. Parmesan. Man kann natürlich auch ein Pecorino nehmen. Mhm. Mag ich auch sehr gerne. Aber in dem Fall war es Parmesan. Jetzt rührst du das schön, dann erst einmal immer schön mischen. Ne? Gott, das riecht und das sieht aus. Ja. Sehr lecker. Dann kommt die Eier-Sahne-Mischung. Pass auf, und wenn du das jetzt so richtig mischt, es dauert einen Moment, aber siehst du schon, wie cremig das ist? Oh. Wahnsinn. Oh mein Gott. Beeil dich doch bitte. Ich schick mich, aber jetzt kommt noch ein wenig ein Dekofurz drauf, pass auf. Der Dekofurz. Noch ein bisschen fürs Auge. Mit Petersilie. Und los meinte, geht's. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Oh. Okay. Du ziehst jetzt aber auch wieder in die Länge, gell? Ich, mein Gott, ich habe Hunger. Mach nee, ja, ich schick mich ja ein wenig Pfefferkörnchen auch noch drauf. Okay. Frisch gemahlen. So, Achtung. So, bitteschön. Jetzt. Et voilà. Ein Traum. Und Wahnsinn. Wirklich, so wie es also, aussieht, schmeckt es auch. Ach, ich bin gleich so gespannt. Ja. Und hier ist auch schon das Rezept. Genau. Für die dicke Bohnencarbonara. Und wenn euch das gefallen hat, dass die Frau Meier und ich wieder hier verzapft haben, dann könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Wir freuen uns immer über alles. Schreibt uns auch. Wir freuen uns über alles. Ja, natürlich. Facebook. Wir lesen gerne eure Nachrichten. Und denkt dran, die Glocke neben dem Abonnieren-Button auch zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Wir versuchen, dass alle 2 Wochen eine neue zu euch kommt. Und vielleicht schaffen wir irgendwann auch mal eine zwischendurch. Mal gucken, außer der Reihe. Das werdet ihr dann schon merken. Genau. Und bis dahin, bleibt gesund. Und sexy und uns wohlgewogen. Gut, tschüss. Tschüss.